Ja, hallo, hier ist wieder der Olaf. Eigentlich wollte ich heute gar nicht schon wieder filmen, aber weil ich mal wieder irgendwo bin, wo ich noch nie war und jedoch das ein oder andere Interessante entdeckt habe, dachte ich, mach die Kamera einfach mal an und nehme euch mal kurz mit. Wie man dem Rauschen schon entnehmen kann, ist hier ein Wasserlauf. Was wirklich relativ interessant aussieht, sind diese ganzen kleinen Kanäle hier. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Und das alles trifft sich hier. Dann werde ich diesem Lauf einfach mal einen Augenblick folgen. Mal gucken, wo er mich hinbringt. Ja, und auch wenn ich das schon ein paar Mal sagte, irgendwie hat jeder Wald seinen eigenen Charme. Er ist immer irgendwie ein bisschen anders wie alle anderen. Und das macht es eigentlich aus. Viele gehen einfach nur in ihrem Heimatwald jeden Abend eine Runde mit dem Hund spazieren, ohne jemals was von der gesamten Natur rund um sich zu entdecken. Und dabei gibt es eigentlich eine Menge zu sehen. Auf dieser Waldsee zum Beispiel. Ich finde, diese Waldseen, die üben bei eine ganz besondere Stimmung aus. Es hat eine ganz besondere Atmosphäre und schon so ein kleines Venedig hier. Unglaublich, wie viel Wasser in diesem Wald steht. Der Wald hier, muss ich sagen. Ganz großes Kino. Und wirklich ganz viel Atmosphäre hier.
Ja, ich glaube, so furchtbar viel kann man da fast gar nicht zu sagen. Es ist einfach sehr schön hier. Sehr urig. Jetzt nähern wir uns dem sogenannten Mühlenteich. Vor kurzem konnte man hier noch Schlittschuh laufen. Das ist natürlich inzwischen wieder vorbei. Hier habe ich schon als Kind viel Zeit verbracht. Aber den Weg hierher, den kannte ich in der Tat noch nicht. Normalerweise an der anderen Seite kommen. Ja, dann nehme ich euch noch mal ein Stückchen mit. Das ist doch nun wirklich schön. Ich sagte, ich mag Wald sehen. Ja, klasse. Sitzt an der kleinen Mühlenteich hier. Ja. Und das ist der große Mühlenteich. Nicht sehr tief, ich glaube, der ist 1000 Meter tief oder so, aber sehr, sehr schlammig. Aber zum Schlittschuhlaufen ist es okay. Dazu muss man, glaube ich, nicht mehr wirklich viel sagen. Äußerst idyllisch. Ja, mit diesem fantastischen Bild möchte ich mich dann für heute auch wieder verabschieden. Vielen Dank fürs Mitkommen und bis bald im Wald.